Ja, also wir wissen natürlich, dass wir einen herausragenden Trainer verlieren, der das Umdenken des deutschen Handballs maßgeblich geprägt hat und dabei auch geschafft hat, sportlich erfolgreich zu sein. Und von daher tut das natürlich schon weh. Jetzt muss der Deutsche Handballbund die richtige Personalentscheidung treffen, um dann sportlich das Ziel 2020 Olympiasieg dann auch weiter angehen zu können. Natürlich habe ich mit Christian Prokop gesprochen. Das ist sicherlich einer der Kandidaten, der für diesen Job in Frage kommt. Und jetzt brauchen wir einen Strategen, der uns zu diesen großen Zielen auch führt, wo wir das Gefühl haben, dass er mit jungen Leuten arbeiten kann, wo wir das Gefühl haben, dass er eine Strategie verfolgt, wo wir das Gefühl haben, dass sich eine Mannschaft dahinter versammeln kann. Natürlich muss man auch parallel nach Alternativen schauen und genau das werden wir tun und werden das dann in den Vorstand des DHB bringen, uns mit der Handball-Bundesliga abstimmen, wie wir das in Form der letzten Male auch getan haben und dann wird es eine gute Lösung für den deutschen Handball geben.